Heute im Angebot Kürbislasagne. Mit ganzen Früchten. Ganze Früchte? Das ist eine Frage des Willens. Du musst es wollen. Ich will aber nicht. Ist okay, Nico. Ist okay. Hi und willkommen bei YamTamTam. Wir zeigen euch heute, was man mit Wirsing alles Leckeres machen kann, außer ihn zu verkochen. Zum Beispiel eine Wirsing-Kürbis-Lasagne. Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe Kürbisse früher immer anpflanzen wollen, hat nicht geklappt. Ja. Ist nur auf den Kopf gewachsen. Exactly. Das ist dabei rausgekommen. Wir fangen an, den Kürbis zu präparieren, weil der muss ein bisschen backen, weil sonst wird das nicht gar. Wir haben jetzt übrigens hier einen Butternut-Kürbis. Den kann man essen, ohne ihn zu schälen. Und ne, Kürbisse sind ganz lange haltbar. Deswegen sind sie auch so geil. Lasst den Stiel oben dran und dann können die Wochen, Monate überraschenderweise bei euch aushalten. Bilden mit Felix. Ich zupfe hier mal die Blätter ein bisschen ab. Wir nehmen auch die hässlichen Blätter, also die so ein bisschen zerrupft sind. Die sind auch tadellos dafür. We don't judge. We don't judge. Vielleicht hier so Stellen, die so ein bisschen bräunlich sind, die schneiden wir einfach weg. So, ich schneide erst den Strunk weg und dann waschen wir. Wie hast du versucht, Kürbisse anzupflanzen? Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe diese Fertigpackungen gekauft im Supermarkt. Baumarkt meines Vertrauens. Ah. Und dachte, ich wäre das Gärtner. So, Strunk ist rausgeschnitten. Ich wasche die jetzt mal, die Blätter. Und dann stelle ich einen Topf mit Wasser auf. So, ich habe jetzt einfach das ausgehöhlt, habe den Halbmond geschnitten und mache nochmal jetzt hier kleine Scheiben draus. So. Ich schmeiß da auch schon mal so einen Schwung Salz rein, weil die Wirsingblätter sind ja auch nur ganz kurz drin, das heißt, man kann schon ordentlich salzen. Ich kohle mal hier das Backblech. Voll gut. Und heiz schon mal den Ofen vor. Yes. Ich packe jetzt mal hier drauf. Und wir streichen noch ein bisschen mit so einer Ölmischung, damit die schön Farbe bekommen und auch lecker schmecken einfach. Mmh, lecker. Ja. Natürlich in der reichhaltigen YamTamTam-Geschichte haben wir auch ein paar leckere Kürbisrezepte. In der Alternative könnt ihr euch schon mal einen Tab aufmachen für Penne mit Kürbissoße. Auch diese Strunke zusammen mit den Kürbisresten könnt ihr wieder einfrieren und für eine Gemüsebrühe verwenden. Also. Wir können so viel Gemüsebrühe heute machen, so lustig. Ja, ey, man unterschätzt, wie viel Gemüsereste man hat und was man an Brühe daraus machen kann. Und dann bin ich immer, ich will jetzt Suppe, aber ich habe gar nichts zum Suppe machen. Ist das so? Ja, und dann mache ich mir halt irgendeine Fertiggemüsebrühe und das ist dann auch okay. Und dann denke ich immer, warte mal, du hast 1 Milliarde Kilo eingefroren. Und dann mache ich das alles, bin immer voll froh. Und dann sammle ich wieder alles und dann vergesse ich es wieder. Hm. Und dann freue ich mich aber wieder von vorne. Ich habe jetzt aber noch 4 Dinge. Ich brauche ein anderes Blech noch, ich sehe das schon. Während du da weitermachst, würde ich schon mal Zwiebeln und Knoblauch schälen und in Stücke schneiden. Erstmal ein bisschen Salz drüber. Du magst ja Salz, ne? So. Ja, auf jeden. Ein bisschen Olivenöl und Curry. Curry. Sehr gut. Man kann das auch einfach nach eigenem Gefühl und eigenem Wohlbefinden machen, actually. Ja, so. Das restliche Öl könnte natürlich dann noch einfach für einen Salat verwenden. Und voll. Was, ne? Das ist dann einfach wie ein Gewürzöl. Noch ein paar Kräuter dazu, lecker, lecker. Und während du bestreichst, fange ich schon mal an mit dem Blanchieren des Wirsings. Was jetzt passiert, ist folgendes. Ich werde den Wirsing jetzt hier reinstecken. Dann lassen wir den so für 5 Minuten garen, also so leicht angaren. Und dann schrecken wir den direkt mit kaltem Wasser ab. Ich hoffe, das klappt jetzt schon. Naja, doch. So, lassen wir jetzt mal so 2 Minuten draus, dann wende ich einmal und dann wird abgeschreckt. Solange kommen die schon mal in den Ofen rein. Mach. Ja. Die bleiben jetzt drin, bis sie schon goldbraun sind, so wie ich gern wäre, actually. Ja. Aber, well. Na, dann gebe ich dir ein Brettchen, dann kannst du auch schon anfangen mit Knoblauch klein schneiden. Ich liebe Knoblauch. So. Ah, bevor ich jetzt hier schneide, wende ich mal den Wirsing in unserem Töpfchen. Ah, wobei, das kann ich einfach runterdrücken. Guck. Oh, wow. Tipptopp. Der fällt ja ein bisschen zusammen. Und diese strahlend grüne Farbe, die behalten wir halt, wenn wir nur blanchieren. Ist gleich fertig. Ich würde sagen, es ist Zeit, den Wirsing zu erschrecken. Sieb raus und kaltes Wasser. Ihr könntet auch schon Eiswasser parat stehen haben, aber für was? Ich hole schon mal eine Pfanne, dann können wir Zwiebeln und Co. anbraten. Genau, weil wir brauchen ja auch so ein kleines Söschen. Ne? Ich habe noch Öl übrig von vorhin. Ja. Ich nehme es einfach jetzt zum Anbraten. Yes. Dann haben wir auch gleich den Curryflavor mit drin noch ein bisschen. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass es uns nicht abfackelt. Das heißt, wir lassen so bei mittlerer Hitze dann aufheizen. Ja. Jetzt können wir das Öl auch richtig vorheizen. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Und schmeißen Zwiebeln und Knoblauch dazu. Lecker, lecker. Wir schwitzen jetzt auch nur kurz an,
Wir machen ja so ein Sößchen. Ein Sößchen machen wir. Genau. Und da mischen wir jetzt Gemüsebrühe. Und da kommt dann ein bisschen Stärke dazu und Joghurt. So, ein bisschen Gemüsebrühe. Dann haben wir hier schon warmes Wasser. Ich rühre schon mal Speisestärke mit Wasser an ein bisschen. Oh, das war ein sehr großer Esslöffel. Das ist okay. Wir machen deswegen das separiert. Wir haben jetzt hier schon warmes Wasser und würden wir die Stärke da direkt dazugeben, würde sie direkt andicken und wir hätten halt Klumpen. So können wir jetzt einfach schon die Speisestärke schön glatt rühren und dann einrühren und dann kriegen wir eine schön cremige Soße. Reden mit Felix. Voll gut. So, ich habe hier jetzt auch schon... Ah, du hast schon Schneewesen. Oh. Naja, egal. Doppelt hält besser, ne? Ja. Ich kann hier auch schon mal ausstellen. Wir wollen die ja nur angeschwitzt haben, die sollen ja nicht wirklich Farbe bekommen. Mach noch ein bisschen hier vom gemahlenen Ingwer dazu. Dann wecken wir den noch so ein bisschen auf. Oh, durch dieses Öl mit Curry, ne? Das ja. So eine leicht goldene Note bekommt, finde ich voll schön. Wir haben jetzt hier gemahlenen Ingwer, weil der war da. Der war da. Ihr könnt einfach auch frischen nehmen. Gib mir mal hier... Ja, ich gebe dir mal rein. Stärke. So, machen wir einfach runterrühren. Ja, das wird eine dicke Suppe. Dazu kommt jetzt noch Joghurt und Creme Fraiche. Okay. Wir lassen das hier einmal kurz aufköcheln. Alles reinlöffeln. Alles rein. Was jetzt ganz spannend ist, gerade ist es so eine milchige Färbung. In dem Moment, wo es jetzt anfängt zu köcheln, sieht man jetzt auch schon, wird es wieder durchsichtig werden, weil dann die Stärke anzieht. Ja, ich finde es schon faszinierend. Ah. Wie es so von milchig. Das ist schon cool. Dass jetzt schon immer dunkler wird. Mhm. Und gleich zieht es dann noch an und dann haben wir da richtig Soße. Jetzt rühren wir schon mal durch, weil wir wollen ja keine Klumpen. Aber es wird immer durchsichtiger und weniger weiß. Da ist es jetzt. Oh. Da kommt es. Jetzt ist es auch schön soßig. Man sieht es auch jetzt eigentlich ziemlich gut, dass es so ganz dick wird. So, jetzt kannst du den Rest dazu geben. Ich gebe dir mal rein. Jetzt kommt der Joghurt dazu. Und damit es noch ein bisschen cremiger wird, ja. Creme fraiche. Apropos Creme fraiche, wir haben auch einen Kürbisflammkuchen gemacht. Mhm. Den findet ihr oben verlinkt. Ja, cremig, cremefreschig. Ja, voll. Ich liebe cremefresh sehr leider. Ich auch, das verstehe ich. Dazu kommen jetzt noch Zwiebeln und Knoblauch und natürlich müssen wir heftig würzen. Da kommt einfach der Margot rum. Tip lecker, top. Lecker. Einrühren. So, und jetzt Pfeffer, Salz, Muskat und nochmal ein bisschen Curry. Probieren gleich mal. Dann Pfeffer. Jawohl. Ein bisschen Chili. Sind nicht so scharf, Nico. Ja! Und dann noch ein bisschen Muskatnuss. Jawohl, das ist das beste Gewürz, finde ich, für so cremig, sahnig, milchige Soßen. Immer geil. Voll gut. Probier du selber. Es sieht so lecker aus. Ist auch lecker. Oh wow. Richtig lecker. Ein bisschen Salz wird noch, du hast recht. Klar, Milchprodukte ziehen ordentlich. Ich fette mal ein. Ja, wir haben vorher natürlich aufgeräumt und Ofen vorgeheizt. Ich fette ein. Mit dem Öl von vorhin noch, was viel zu viel war. Aber jetzt wird's verwendet. Natürlich. Wir machen erstmal eine schöne Schicht. Voll gut. So eine schöne Schicht Wirsing. Ich habe den auch so ein bisschen hier trocken gemacht, damit wir nicht so viel Wasser da rein. Der sieht so schön aus, dieser Wirsing. Wirklich so schön. So, und jetzt muss natürlich die Lasagne noch gefüllt werden. Dafür haben wir Spinat, Kichererbsen und Feta. Ich kann mal die Kichererbsen abgießen. Das Wasser könnt ihr übrigens aufheben. Damit könnt ihr wunderbar sowas wie Eischnee aufschlagen. Ja, voll geil. Aquafaba ist das Ganze. Das hält auch locker so 2-3 Tage so im Kühlschrank, könnt ihr dann noch später verwenden. Machen jetzt ein paar Kichererbsen drauf. Kichererbsen machen wir so nach Gefühl. Hauptsache, voll. Sie wird leer. Genau. Ich mach mal den Feta durch. Dann muss ich den schon mal nicht klein machen oder so. Einfach so. So, wunderschön. Perfekt. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Grün ins Spiel, ein bisschen Spinat. Mag ich auch in klassischer Lasagne. Ja? Ja, voll. So ein bisschen Spinat mit Pinienkerne, so hat es meine Mama immer gemacht. Pinienkerne ist die beste. Apropos klassische Lasagne haben wir natürlich auch gemacht, finde ich. Voll. Und jetzt ein bisschen Soße und den Kürbis. Ja, so. Ich hole mal ein paar Scheiben, ja? Ja, bitte. Dann schichten wir doch mal hier schön auf. Mhm. So, perfekt. Und jetzt wiederholen wir den Prozess einfach. Ja. Und dann nochmal Wirsing. Ja. Ist zu groß wahrscheinlich, ne? Opa. Nö, ja. Das passt. Ja? Die Soße. Und jetzt kommt Käse ins Spiel, wa? So Käse ein bisschen nach Gefühl. Wenn ihr nicht so viel Käse mögt, dann halt nicht so viel, ne? Und rein mit dem guten Stück. Komm mal raus. Oh. Ja, kurz abkühlen lassen. Wuhuhui. Heiß. Das ist ja so heiß. Oh, wow. Ja, wir sollten es wirklich kurz abkühlen lassen. Es blubbert richtig schön. Wow. So, jetzt schneiden wir hier ein schönes Stück Lasagne draus. Ja. Guck mal. Wunderschön. So gut, wie es geht.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Mhm. Wow. Sehr gut. Schmeckt auch sehr leicht. Mhm. Überraschenderweise. Dadurch, dass der Kürbis auch so leicht zopft, hat es echt ein schönes Mundgefühl, aber noch bis durch den Wirsing. Ich finde auch, das Curry kommt sehr gut durch. Mhm. Das ist jetzt nicht wie bei einer Currywurst oder sowas, das ist so übertüncht, sondern das ist so eine schöne Komponente. Voll. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Sehr. Probiert es einfach daheim aus und überzeugt euch selber. Und wenn es euch gefällt, abonniert uns, das würde uns sehr freuen. Yes. Hier findet ihr noch eine Kürbissuppe zum Beispiel. Oder unseren Süßkartoffelauflauf mit Feta. Auch sehr lecker. Ja, sehr lecker. Wir sehen uns dort. Bis dann. Tschüss. Bye.